Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Mars Effect. Wir sind immer noch auf dem Mond unterwegs und ich habe uns mal wieder an die Position gebracht, wo wir bei der letzten Folge gescheitert sind. Ja, und dann auch gleich noch zusätzlich meine Leute ein bisschen equipped, ein paar Mods reingesetzt und so weiter, wie ihr das normalerweise von mir kennt. Dass ich das in den Folgen mache, habe ich jetzt gedacht, doch, mach's mal vorher. Dann verlieren wir nicht so viel Zeit. Oh, die haben wir zu fallen. Und außerdem haben wir jetzt fast alle wow, Vorteil, dass wir komplett durch die Bank weg alle keinen wow, mehr schnell. Also bis hier auf, junge Dame. Mal lieber in Deckung. No! Heil die mal alle. Wow, wo kommst du denn her? Alter! Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Wo war der? Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. So direkt, aber ist okay. Es ist okay. Alles auf den Dreh, ne? Und der Mensch ist Mensch. Weil er vergisst, weil er verdrängt. So, ich wollte schon mal direkt rausholen. Und dann nehmen wir Omnigel mit. So. Dann machen wir das direkt mal so. Frage ist, kommen die jetzt schon? Ja, ich dachte, vielleicht, wenn man die das kaputt macht, ist das vielleicht sogar intelligent. Geh mal weg da. Warum geht die da nicht weg? Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen ausschalten. Meine sind alle tot mal wieder. I'm ready. Jetzt müssen die aber eigentlich aus dem. Ja, bin mal gespannt, ob das alle gewesen sind. All targets eliminated. Scheint. Also wir können wieder auf unsere Sniper Rifle wechseln und dann sind wir hier auch durch. Ne? Wir müssen nur noch jetzt die anderen, keine Ahnung, Dinger hier machen. Denn die einzige, was noch von der Mission, ne, trennt. So, Nummer 1, Nummer 2. Das klingt ungut. Glaube. Müssen wir gleich mal gucken. Ob wir hier wieder rauskommen. Wenn dann gleich noch ein paar von den anderen Kollegen kommen. So. Negative Contact. Nicht überhitzen zu lassen. Wo ist es denn da jetzt? Oh, die Liara ist mir wieder vergiftet. Oh, da vorne sind welche. Oh Mann. Drohne. Der Dataport. Was? Beide irgendwas gleichzeitig gesagt. Okay, jetzt bin ich wieder überhitzt. Das war natürlich unpraktisch. Jetzt kann ich wieder von links. Warum stehst du denn immer andauernd im Weg, Kinders?
Ja, so Leute sollte man eigentlich nicht auf Missionen mitnehmen, wenn die einem andauernd nur im Weg stehen. Das kommt nämlich nicht so geil. So. Überhitzt. Aber das ist wie gesagt okay. Überhitzt. Mann, wie wenig hält denn die Waffe aus, bitte? Burst of white noise over all frequencies nearly deafens you. Your hard suit setup display interpreted into a series of O's and ones. 010100010010101010101010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 01
Wir sind da, komm, wir verpissen uns auf die Normandie. Wenn auf dem Mond was war, dann sorry, dass ich nicht gesehen habe. Wo geht's denn jetzt hin? Ey, ich sollte, bevor ich jetzt gucke, wo ich hingehe. Nein. Nein, will ich nicht, will ich nicht. Ich will erstmal gucken, was in dem Quest-Ding drin steht. Und Würmeier heißt zum Beispiel aber Saren, okay. Und wir haben noch Conduit, also können wir eigentlich noch. Ist das alles, was wir noch haben? Echt? Das sind nur die beiden? Krass. Ah, ne, hier sind noch Simons. Missing person wrote on a Varia. A man named Gareth is concerned. Okay, wie komme ich da hin? Strenus System. Okay, gucken wir mal. Strenus System Head Nebula Cross. Nebula Cluster im Strenus System. Das gucken wir uns doch mal an. Nebula Cluster. Aushead Nebula im Strenus System. Gucken wir mal. Okay, müssen wir nicht eigentlich noch auf die Quest jetzt? Was kommt? Ja, nein, mittelmäßig? Okay, dann nicht. Strenus, hier waren wir doch aber schon mal, oder? Yuntal? Bin mir doch relativ sicher, dass wir schon mal waren. Anitara? Ob hier irgendwo noch ein Schiff oder sowas rumfliegt? Ja, aber ich sehe aber auch nichts anderes. Savin. Der ganz äußere ist. Tessalgon. Kann ich auch nirgendwo landen und nichts. Ich sehe aber. Weil es ist doch hier ein Strenus. Oder? Ich guck jetzt einfach nochmal in die Quest rein, ey. Was sagt die mir denn? Go to the Strenus. Ja, da ist aber nichts. Da bin ich gerade, da ist nichts. Oder bin ich jetzt einfach zu blöd? Da jetzt alle Planeten mir angeguckt. Da war doch nichts. Traylin. Nö. Antita. Hier war ich doch eben hier. Hier ist doch nichts. Soll ich denn hier was finden, wenn hier nichts ist? Da ist die Sonne in der Mitte. Ansonsten ist hier nichts, was ich anwählen könnte. Doofe Nebenquest. Investigate Samples. Go to system. Okay. Log Mention damit about the Matano System. Maroon Sea Cluster. Okay, dann machen wir das. Matano-System. Gucken wir uns das mal an. Wenn das sein mag. Hier glaube ich nicht nur Matano-System. Kevin Stigma, Hades Gamma, Voyage Cluster, Maroon Sea. Und hier gibt es ein Matano-System. Dann reisen wir da rum weiter. Entdecken bin ich ja immer sehr, sehr. Was ich mit? Inti. Nichts. Okay. Chaska. Da kann ich landen. Okay, das machen wir später. Ilapa. Auch nichts sonst. Apo. Das klingt irgendwie nach dem Inder, ne? Und hier hinten ist noch Supai. Supai! Light Metal Survey, das klingt doch nicht schlecht. Dann können wir einmal auf Inti. Ne, Inti war dann gar nicht. Wo kann man denn landen hier? Chaska konnte man landen. Alles so grün, so freundlich. Bleiben wir mal bei der Zusammensetzung.
Und wieder eine Landmaster-Mission. Hui! Oh, hier ist ziemlich viel, ne? Gehen wir erstmal zur Anomalie. Mal, was es da so gibt. Das war eigentlich voll schön hier. Idyllisch. Ja. Also direkt wohnen könnte man hier vielleicht nicht. Da fehlt immer noch der Internetanschluss, aber an sich ist das doch nicht schlecht. Vor allen Dingen mit diesen ganzen Bergen hier kommt man echt nicht durch. Da muss man ein bisschen Terraforming betreiben, bevor man sich hier niederlässt. Ja, komm, komm, komm. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Diese blöden, dumm, dämlich dreisten Berge hier. Das haben die Leute auch nur eingebaut, damit es irgendwie so aussieht, als wäre hier irgendwas. Weil so eine ewig grüne Fläche. Oh, hätte glaube ich niemand gemacht. Fallschaden, Mann. Fallschaden. Aber müssen sie, die nächste Version von dem Ding müssen die echt mit so einem Fallschirm ausliefern. Mit einem stärkeren Jetpack. Moment. Nein, nein, ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Oh, Kacke. Und jetzt muss ich da vorne hoch oder was? Komm dann. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich hier drüber fliegen kann, aber. Ja, komm, ist gut. Wir wissen, dass du nicht so der Burner bist. Na komm. Komm, links, links. Ja, hier ist doch eine schöne. Schöne Steigung. Komm noch hoch. Nice. Haben wir es doch fast. Ich werde hier jetzt. Na, da vorne. Was ist das denn? Eine Pyramide? Hey, ernsthaft? Cool. Können wir irgendwas Interessantes mitmachen? Medical Kit? Titan. Titan 6. Nicht schlecht. Onyx 6. Das ist ziemlich geil, was ich da gerade gekriegt habe. Assassin 7 ist das hier sogar schon. Onyx 6. Okay, die ist aber ziemlich schlecht, oder? Gucken wir das mal vor. Bringt der Ashley vielleicht irgendwas, die ich gefunden habe? Assassin 5. Oh ne, Onyx 4 ist das. Hä? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Das Omni-Tool ist ziemlich geil. Okay. Die Hydra 6 bringt aber anscheinend auch nicht so viel. Die Gladiator lohnt sich auch nicht. Okay. Hier vorne ist ja noch diese Anomalie, ne? Ha. Prothean data disk recovered. Yeah, several small Prothean artifacts in the crate, including on data Prothean intake data. It appears to be in excellent condition. Okay. Was hat das jetzt mit der Dings? Ah, das ist noch ein Security Crate. Eine Scimitar, eine Hydra 7. Eine Gladiator 7, okay, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Also irgendwas davon müssen wir doch mal benutzen können. Okay, für mich vielleicht nicht, aber die Liara? Kannst du damit was anfangen? Irgendwie auch nicht, oder? Die Mercenary 4 ist ziemlich gut. Warum ist die so gut? Verstehe ich nicht. Bringt das was hier irgendwie eine höhere Damage Protection reinzunehmen? Ich weiß es nicht, ich probiere es einfach mal. Er sieht auf jeden Fall tight aus. Muss man schon sagen. Kann eigentlich jetzt hier mal so alles in Omnigel packen, was unter. Die Mercenary ist eigentlich ziemlich gut. Die Gladiator ist nicht so gut. Die Duelist ist nicht so gut. Also grob mal ein bisschen was weggepackt. Ey, kann ich da reingehen?
Geht bitte hier rein. Nö, hat wohl keinen Eingang, das Ding. Schade. Wäre ich gerne reingegangen. Wäre ich sehr gerne reingegangen. Aber gut, was nicht soll, das soll wohl nicht. Dann gehen wir mal zum Debris. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.